Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 17. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des hessischen E-Government-Gesetzes und weiterer Vorschriften. Das ist die Drucksache 20-1053 zu Drucksache 20-9427. Und für die Berichterstattung hat jetzt der Abgeordnete Leveringhausen das Wort. Ja, sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Ausschuss für Digitales und Datenschutz empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. CDU, Bündnis 90 Die Grünen und AfD gegen SPD, Freie Demokraten und Die Linke. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Leveringhaus. Sie haben auch gleich als Ersten das Wort. Genau. Vielen Dank, sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Wie man mit einem Blick in den Kalender unschwer erkennen kann, schreiben wir inzwischen das Jahr 2023. Und wir hatten ja eigentlich als Frist für die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes den 31. Dezember 2022. Diese Frist ist also abgelaufen und wir haben es, das muss man leider zugeben, nicht geschafft. Aber ein paar Hausaufgaben haben wir in Hessen schon gemacht und die Arbeit des Digitalministeriums trägt hier Früchte. Denn mit inzwischen ist doch etwas unruhig. Denn kleinen Moment, ein bisschen Ruhe, ist gerade sehr unruhig hier. Sehr viel Gewusel. Wart mal einen Augenblick. Hört sich gut an. Denn mit inzwischen 175 flächendeckend verfügbaren Online-Services liegen wir nur ganz knapp hinter Bayern auf Platz 2 im Vergleich der Bundesländer. Und an dieser Stelle mal ein besonderer Gruß in Richtung der FDP. Wir haben ja das digitale Wunderland Nordrhein-Westfalen, von dem wir hier schon ganz viele kopierte Anträge besprochen haben. Und das liegt mit 129 verfügbaren Service doch weit hinter uns. Doch natürlich sind noch viele weitere Hausaufgaben zu machen, denn viele weitere Leistungen sind noch umzusetzen. Und eine Hausaufgabe, die wir auch machen müssen, über die reden wir eben heute in zweiter Lesung. Über das Thema Verwaltungsdigitalisierung sprechen wir aber nicht nur hier im Haus und nicht nur in Hessen, sondern wir tun es deutschlandweit. In allen Ländern und im Bund wird dies getan, am deutlichsten und in seiner Bedeutung, denke ich, auch am allerstärksten, gerade in der Diskussion um das sogenannte Online-Zugangsgesetz 2.0. Und ich erwähne dies, weil das OZG 2.0 natürlich auch Auswirkungen für uns in Hessen hat. Wir tun also gut daran, ein Auge darauf zu haben und an der Diskussion aktiv zu beteiligen. Aktuell gilt aber noch, und ich nenne es jetzt mal der Einfachheit halber so, das OZG 1.0. Und wenn wir eben jetzt über die Änderung des hessischen E-Government-Gesetzes reden und die landesrechtlichen Grundlagen schaffen, so tun wir dies eben auf Basis dieses OZG 1.0. Diesmal als Einordnung, aber dann zurück zu den Hausaufgaben, die wir machen. Wir hatten die erste Lesung im November des letzten Jahres und wir hatten in der letzten Sitzung des Digitalausschusses am 8. Februar die schriftlichen Stellungnahmen vorliegen. Grundsätzlich wird dann in den Stellungnahmen klar, wir sind auf dem richtigen Weg und erhalten viele positive Rückmeldungen. Explizit genannt seien hier noch einmal die Experimentierklausel, die FIM-Methodik oder auch der Digitalcheck. Und auch die Regelungen zum Nutzerkonto wurden sehr gelobt. Und ja, etwas Kritik aus den Anhörungen, es stehen auch noch Dinge wie Fax oder der E-Mail in dem Entwurf. Das wurde in den Stellungnahmen angemerkt und auch ich hätte es liebend gerne gestrichen. Aber verfahrensrechtlich ist das eben so und wir müssen es noch mit reinschreiben. Fakt ist aber am Ende, die Kommunikation für die Bürgerinnen und Bürger mit der Verwaltung wird am Ende über das Nutzerkonto erfolgen. Und auch da waren wir in Hessen führend, denn zusammen mit dem Saarland waren wir ja die Ersten, die im letzten Jahr das Nutzerkonto des Bundes eingeführt haben. Und bevor ich jetzt schon zum Ende komme, uns auch ein bisschen Zeit zu sparen am Donnerstagabend, möchte ich noch einmal auf OZG 1.0 und 2.0 zurückkommen. Denn eine Kritik in den schriftlichen Stellungnahmen war auch die Einbindung der Kommunen. Ein wichtiges Thema und für die Umsetzung sicherlich sehr essentiell beim Thema Verwaltungsdigitalisierung. Dieses Thema, die Einbindung der Kommunen, ist aber aktuell in den Beratungen des OZG 2.0 eines der Hauptthemen. Wir müssen uns aber, wenn wir das E-Government-Gesetz jetzt anpassen, eben an den Regelungen der aktuellen Rechtslage orientieren. Und da ist das, so wie wir es ins E-Government-Gesetz reingeschrieben haben, eben korrekt. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir werden mit diesem Gesetzentwurf eine Verpflichtung eingehen, die im Rahmen der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes nötig ist. Denn wir beschränken uns nicht nur auf das Notwendige, wie man es oft gehört hat, sondern schaffen mit der FIM-Methodik, dem Digitalcheck und dem Nutzerkonto weitere gute und sinnvolle Maßnahmen, um in unserem Verwaltungshandeln digitaler zu werden. Daher bitte ich um Ihre Zustimmung und danke für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Abgeordneter Leveringhaus. Bevor ich dem Abgeordneten Stierberg für die Freien Demokraten das Wort gebe, möchte ich noch den Änderungsantrag der Freien Demokraten zu dem Gesetz mit aufrufen mit der Drucksache 2010-570. Und jetzt hat der Abgeordnete Stierberg das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Frau Ministerin Sinemus, Sie haben von einem weiteren Schritt in Richtung bürgerfreundlicher Verwaltungsdigitalisierung gesprochen. Es ist leider weder ein großer Schritt oder gar ein Sprung. Sie tapsen und Sie trippeln voran. Diese Landesregierung ist eine einzige digitalpolitische Enttäuschung. Studien zeigen, sogar Mexiko ist bei der Verwaltungsdigitalisierung besser als Deutschland. Mit diesem Gesetz bleibt Hessen bei der Verwaltungsdigitalisierung aber selbst im innerdeutschen Vergleich nicht besonders anspruchsvoll, sondern Entwicklungsland. Und das machen auch die Analysen der Experten in der Anhörung deutlich. Die vorgeschlagenen Änderungen reichen bei weitem nicht aus, um den Weg für die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung in Hessen zu ebnen, die ohnehin schon weit hinterherhängt. Das sagen die Experten der Netzpolitiker von D64. Verpasste Chance für eine umfassende Reform. Andere Bundesländer haben in den vergangenen Jahren gezeigt, dass im Zuge der landesrechtlichen Umsetzung des OZG durchaus ambitioniertere Vorgaben in den Rechtsrahmen integriert werden können, schreibt die Open Knowledge Foundation. Und Load, die liberalen Netzpolitiker, fordern etwa die Benennung des digitalen Verfahrens als Regelfall Digital First, wie in Artikel 20 des Bayerischen Digitalisierungsgesetzes. Sie haben in Ihrem Gesetzentwurf im Wesentlichen nur das Notwendigste geregelt, das, was umgesetzt werden muss, was die EU, was das OZG der Landesregierung vorgegeben hat. Diese Landesregierung macht Dienst nach Vorschrift. Das ist ein digitalpolitischer Offenbarungseid, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir sind, Herr Kollege Honka, mit unseren Änderungsvorschlägen ambitionierter. Sie haben sich eben schon beschwert, Sie seien sehr spät gekommen. Das nehmen wir gerne so hin, das stimmt, da haben Sie recht. Aber Sie haben ja gar nichts auf die Kette gebracht. Sie haben ja gar nichts auf die Kette gebracht, Herr Kollege Honka. Wir sind mit unseren Änderungsvorschlägen ambitionierter. Wir machen Schluss mit Fax und dem Flop der E-Mail. Informationen können heute problemlos über gängige, frei gewählte und dennoch sichere Kommunikationskanäle an Bürgerinnen und Bürger übermittelt werden. Punkt 1. Punkt 2. Bis zum Ende des Jahres hat die Landesregierung Lösungen zu schaffen, die ermöglichen, dass alle Behörden elektronisch signierte Dokumente annehmen. Punkt 3. Bis zum Ende des Jahres soll die Landesregierung ihr Verwaltungsverfahren vollständig digitalisiert anbieten. Punkt 4. Ab dem Anfang des Jahres 2026 sollen Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen einen Anspruch auf vollständig digitale Verfahrensführung haben. Punkt 5. Ab dem Anfang des nächsten Jahres müssen Gesetze und Verordnungen digital verkündet werden. Wir machen die Ausnahme zur Regel. Punkt 6. Wir sorgen für transparentes digitales Verwaltungshandeln, indem elektronisch gespeicherte Akten in offenen Dateiformaten gespeichert werden müssen. Punkt 7. Papierakten wird es nur noch in begründeten Ausnahmen geben, die dem Landtag gegenüber erläutert und regelmäßig evaluiert werden müssen. Punkt 8. Und natürlich unterstützen wir das Ansinnen der Sozialdemokraten, auch die Kommunen mit einzubeziehen. Stattdessen leidet die Landesregierung weiter an Druckeritis. Der beste Beleg für das Digitalversagen der Landesregierung ist immer noch der Papierverbrauch der Landesverwaltung. 2021 hatten Sie eine ganze Bergkette des Himalaya an Papier geschaffen. Das zeigt, der digitale Reifegrad unserer Verwaltung bleibt hinter dem Möglichen zurück. Die Regierung bleibt hinter ihren Möglichkeiten, und Hessen bleibt hinter seinen Möglichkeiten. Herr Kollege,
Herr Kollege Leveringhaus, Sie haben gesprochen, wir seien jetzt im Jahr 2023. Das haben wir auch schon gemerkt. Sie haben es offenbar nicht gemerkt. Schwarz-Grün ist mental im Faxzeitalter stecken geblieben. Befreien wir das Land davon. Vielen Dank, Herr Abg. Stirböck. Für die Fraktion der CDU hat jetzt der Abg. Honka das Wort. Ja, sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, da Kollege Stirböck ja mit dem guten alten Papier seine harten Angriffe vorbereitet hat und sie ablesen musste, war er selbst in der technologischen Gegenwart und auch so sehr überzeugt, dass er selbst ablesen musste, was er uns vorwirft. Also von daher, Olli Stirböck, mein Lieber, das kannst du wirklich besser, wenn du willst, aber scheinbar willst du es nicht. Ja. Die liebe Stadt Offenbach hat mich gerade verführt. Also alles gut. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns noch einmal ganz kurz zur Sache zurückkommen, zu dem Gesetzentwurf. Und der Kollege Leveringhaus hat schon richtig gesagt, wir haben eine Anhörung durchgeführt in schriftlicher Form und wir sind an vielen Stellen dafür gelobt worden, für das, was wir machen. Die Experimentierklausel, Daumen hoch. Der Digicheck, Daumen hoch. Und Postfach- und Benutzerkonto auch, Daumen hoch. Und wer das selbst einmal ausprobiert hat, der kann feststellen, dass man sich heutzutage, wenn man einen elektronischen Personalausweis hat, innerhalb von 5 Minuten das entsprechende Benutzerkonto anlegen kann, ohne sonstige Hardware oder Software, ohne große Kenntnisse. So schlecht, wie man uns manchmal in Deutschland reden will, sind wir da noch nicht. Aber, und auch das will ich zugestehen, der Weg bis zu einer vollkommen digitalisierten Verwaltung ist noch weit. Und Herr Kollege Stirböck hat es jetzt versucht, so am Rande so in seinem Beitrag dann so runterzunudeln, warum er den Änderungsantrag erst gestern eingebracht hat. Weil ich glaube, wenn er diesen Änderungsantrag rechtzeitig eingebracht hätte und er wäre mit in die Anhörung gegangen, hätten sich die Anzuhörenden gefragt, ob es die FDP-Fraktion eigentlich ernst nimmt, was sie hier für einen Änderungsantrag vorlegt. Lieber Kollege Stirböck, ich kann es Ihnen echt nicht ersparen. Du hast das eben versucht, so freundschaftlich unterzubringen nach dem Motto, und ich will es einfach mit dem Wortlaut zitieren, damit wirklich jeder weiß, was die FDP sich vorstellt. Mit Ablauf des 31. Dezember 2023 soll jede Behörde die Durchführung ihrer Verwaltungsverfahren mit Bürgerinnen und Bürgern oder Unternehmen vollständig digitalisiert anbieten. Respekt, kann ich da nur sagen. Also, wenn es ja so wäre, lieber Jürgen Frömmrich, dass er da in Berlin was abgeschrieben hat, aber ich kann ja feststellen, selbst in der Bundesregierung ist der Glauben an die digitale Kompetenz der FDP nicht gerade so groß. Ansonsten wäre ja Herr Kollege Wissing zuständig für so wesentliche Themen wie zum Beispiel den Digital Service Act und nicht Herr Habeck. Also von daher, ich glaube, da ist viel Schaumschlägerei auf dieser Seite. Wir gehen einen ordentlichen Weg. Wir digitalisieren die Verwaltung. Und für uns bedeutet Digitalisierung in der Verwaltung, dass nach wie vor auch der analoge Weg zum Bürgeramt zugänglich bleibt für jeden Bürger und dass Digitalisierung sinnvoll daneben tritt und dass wir die Akten auch digitalisieren, selbstverständlich. Aber wir wissen alle, die redlich sind, dass das nicht bis zum 31. Dezember 2023 in jeder Behörde in Hessen der Fall sein kann und auch nicht wird. Von daher ist dieser Gesetzentwurf, wie er vorliegt, ein guter Gesetzentwurf. Und es ist insofern auch nur richtig, lieber Kollege Stirböck, dass es natürlich keinen Änderungsantrag der Regierungsfraktionen gibt, weil an diesem guten Gesetzentwurf haben wir in dieser Stelle nichts zu verbessern gehabt. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Honka. Für die Fraktion der SPD hat jetzt der Abg. Kaffenberger das Wort. Der Herr Honka ist einfach deutlich größer als ich. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Anwesende, Kollege Honka hat schon gesagt, es ist noch ein weiter Weg bis zur vollständigen Verwaltungsdigitalisierung. Ich würde sagen, wir sind auch noch weit entfernt vom europäischen Silicon Valley hier in Hessen, das uns so oft versprochen wird. Das zeigen auch einige der Stellungnahmen zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung. Das Gesetz ist aus meiner Sicht und aus Sicht der SPD-Fraktion nämlich alles andere als innovativ und regelt tatsächlich nur das Notwendige. Wir brauchen bei der Verwaltungsdigitalisierung aber zukunftsfähige Ansätze, um die Verwaltung von morgen zu gestalten.
Und da bringt es uns auch nichts, wenn wir wieder das Frontend digitalisiert haben und der am Ende online gestellte Antrag als PDF-Dokument im E-Mail-Eingang landet, dann ausgedruckt und analog weiterbearbeitet wird. Denn der Digitalisierungsprozess hört nicht an den Türen der Behörden auf, sondern muss natürlich auch innerhalb der Verwaltung in den Abläufen und Workflows stattfinden. Wenn wir beispielsweise mit dem Sivento von der eCom auch eine Backend-Lösung implementieren wollen oder Schnittstellen zu anderen Softwareprodukten benötigt werden, muss das Land das eben auch gesetzlich regeln aus meiner Sicht und dann auch bezahlen. Und dazu müssen eben grundlegende Fragen geklärt werden, nämlich wie wir, und das klang ja in der Debatte eben auch schon an, mit den Städten und Gemeinden im E-Government-Gesetz umgehen wollen. Und die Landesregierung lässt dazu Antworten im Gesetzentwurf, allerdings liefert sie dazu keine. Der Städtetag hat in seiner Stellungnahme darauf aus meiner Sicht auch einen ganz guten Hinweis geliefert, warum das so sein könnte, Stichwort Konnexitätsrelevanz. Wenn die Landesregierung in dem jetzigen E-Government-Gesetz es nämlich regeln würde, müsste sie es am Ende auch bezahlen. Und mein Gefühl ist, das will sie nicht. Wenn wir aber tatsächlich wollen, dass die Beschäftigten in Behörden die Aufgaben der Zukunft auch lösen können, dann brauchen sie halt die digitalen Werkzeuge. Denn wir können es doch nicht zulassen, dass heutzutage noch Menschen in Verwaltung sitzen, die tatsächlich Daten abtippen müssen. Und deswegen hatte die SPD-Fraktion auch einen Änderungsantrag zum Gesetzentwurf eingereicht, und der wurde mit angehört. Wir fordern nämlich noch Verbesserungen an diesem Gesetz. Die Kommunen müssen einbezogen werden, Prozesse evaluiert, Schriftformerfordernisse abgebaut und vor allem Beschäftigte weitergebildet werden. Außerdem soll die Landesregierung hier auch regelmäßig über den Stand der Verwaltungsdigitalisierung berichten. Und ich will auch mal kurz auf die Ergebnisse der Anhörung aus unserer Sicht eingehen. D64 hatte die Annahme unseres Änderungsantrags empfohlen, da dieser ja auch die Kommunen berücksichtigt und die flächendeckende Einführung der elektronischen Akte eine wesentliche Basistechnologie für die medienbruchfreie Verwaltung darstelle. Und auch bei LOAD war das ähnlich. Die haben das sinnvoll und erforderlich genannt, um den Gleichlauf der Verpflichtung zwischen Land und Kommunen zu wahren. Der Chaos Computer Block hält es für dringend notwendig. Und ich zitiere jetzt mal zu einem anderen Punkt noch den Bitkom, die im Änderungsantrag der SPD-Fraktion fixierten Vorschläge zum Abbau von Schriftformerfordernissen und zur Schaffung von Möglichkeiten der digitalen Signatur sind ausdrücklich zu begrüßen. Und ich finde, das ist doch Feedback für unseren Änderungsantrag, was man nicht von der Hand weisen kann, dass es sehr positiv ist. Gerade bei den Schriftformerfordernissen, das sind die kleinen, manchmal alltäglichen Hürden in den Verwaltungen. Hier sagt der Chaos Computer Club, das ist nämlich die sogenannte Over-Identification, unsere Vorschläge sind sehr zu begrüßen. Auch laut der eCom würde das Hürden in den Verwaltungen abbauen und die von uns vorgeschlagene gesetzliche Regelung zur Evaluierung der Verwaltungsabläufe, da sagt der Bitkom, das würde die erforderliche Backend-Digitalisierung beschleunigen. Diesen regelmäßigen Fortschrittsbericht, ich hatte ihn schon angesprochen, ist von der Open Knowledge Foundation ausdrücklich begrüßt worden. Der Chaos Computer Club empfiehlt sogar, dass man ihn eigentlich der Öffentlichkeit in Form von Open Data zur Verfügung stellen sollte. Und bei Next wird besonders positiv hervorgehoben, dass wir uns für die Qualifizierung der Weiterbildung der Beschäftigten einsetzen. Das hält übrigens auch der Städte- und Gemeindebund für sachgerecht. Also ich meine, und so geht es übrigens in allen Stellungnahmen weiter, aber jetzt höre ich an der Stelle mal auf. Die Auswertung zeigt aber doch dann, dass die von der SPD geforderten Änderungen tatsächlich von einer breiten Mehrheit der Anzuhörenden begrüßt wurden. Und das hat mich jetzt nicht verwundert, aber es ist trotzdem immer wieder interessant festzustellen, trotz des überwiegend positiven Feedbacks wurde der Änderungsantrag der SPD-Fraktion im Digitalausschuss natürlich abgelehnt. Die Digitalisierung der Verwaltung in Hessen muss aber höchste Priorität genießen. Und sie muss vor allem vorangetrieben werden. Und diesem Anspruch wird tatsächlich der Gesetzentwurf der Landesregierung ohne die Änderung der SPD nicht gerecht. Und ich halte das für eine vertane Chance. Das Gesetz soll jetzt bis 31. Dezember 2030 befristet werden. Ich kann, glaube ich, schon jetzt, und wir haben es ja beim Kollegen Leveringhaus auch schon gehört, jetzt sagen, dass wir das SGI-Government-Gesetz wahrscheinlich spätestens nächstes Jahr noch einmal anfassen werden. Ich glaube, erstens, weil unsere Änderungen heute nicht den Weg ins Gesetz finden werden, und zweitens, weil das angesprochene OZG 2.0 des Bundes kommt.
Das Update des Onlinezugangsgesetzes wird dann von unserer Bundesinnenministerin Nancy Faeser voraussichtlich noch im ersten Halbjahr auch im Bundeskabinett vorgelegt. Und wir brauchen dann endlich auch eine Landesregierung, die sich der digitalen Dauerbaustelle in der Verwaltung annimmt, und zwar auch hier in Hessen. Mit diesem Gesetzentwurf jedenfalls hat das Land wieder Zeit verloren, und ich glaube, das ist Zeit, die wir bei der Digitalisierung der Verwaltung nicht haben. Nicht auf Landesebene, aber auch nicht bei den Städten und Gemeinden. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Kapfenberger. Für die Fraktion Die Linken hat jetzt der Abg. Dr. Wilken das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es geht bei diesem Gesetz um die landesrechtliche Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes des Bundes. Das ist okay, das ist Pflicht. Nur auf die Kür haben Sie verzichtet. Und Herr Honka, wenn ich Ihren Versprecher jetzt eben richtig gehört habe, Sie gesagt haben, dass wir Sie selbst noch nicht so schlecht sind, weiß ich nicht, vielleicht ist das auch gar nicht schlecht, dass Sie auf die Kür verzichtet haben. Aber andere Bundesländer zeigen, dass mehr möglich und mehr nötig ist. Vor allem ein Gestaltungsrahmen, um wichtige Impulse für eine zukunftsgerichtete digitale Transformation. So etwas können Sie selbstverständlich nicht. Zurück zu dem, was Sie denn regeln, denn da bleiben genügend Probleme. Dies beginnt schon im Geltungsbereich des Gesetzes. Niemand in Hessen kann verstehen, warum das Gesetz nur die Landesbehörden, nicht aber die Kommunen adressiert. Gerade hier vor Ort in den Rathäusern verpassen Sie aus Angst vor dem Konnexitätsprinzip den digitalen Anschluss. Dass Sie aber auch noch spezifische Landesbehörden wie den Steuer- und Finanzbereich grundsätzlichen Zugang zu E-Government versperren wollen, ist nach den Erfahrungen mit dem Grundsteuerdesaster niemandem mehr zu vermitteln. Ich fasse zusammen, zu wenig, zu langsam, sechs Sätzen. Vielen Dank, Herr Abg. Dr. Wilken. Aus den Fraktionen liegen mir jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Dann hat jetzt Staatsministerin Prof. Dr. Sinemus für die Landesregierung das Wort. So, jetzt wollen wir mal hier noch mal zum Schluss ein paar sachliche, wichtige Themen beraten, nämlich, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, im November 2022 haben wir in erster Lesung über die anstehende Novelle des hessischen E-Government-Gesetzes beraten. Es wurde schon von verschiedenen genannt. Anlass dafür ist das Onlinezugangsgesetz, für das wir landesrechtliche Grundlagen benötigen, für die Leistung im Portalverbund, für die Bekanntgabe von Verwaltungsakten in den Postfächern der Nutzerkonten und sicher verschlüsselte Zugänge über die E-Mail hinaus. Darüber hinaus datenrechtliche Grundlagen für die Datenverarbeitung in Nutzerkonten. Das ist, es wurde eben gerade schon genannt, das Pflichtprogramm der gesetzlichen Anpassung. Wir haben diese Novelle zusätzlich proaktiv mit weiteren Akzenten angereichert, beispielsweise der FIM-Methodik und durch technikoffene Neuregelung im Bereich der elektronischen Kommunikation. Herr Kollege Honka und auch von anderen wurde es schon genannt, der Digitalcheck. Als erstes Bundesland verpflichtet sich Hessen per Gesetz zu einem Digitalcheck für Gesetze und Rechtsverordnungen. Die Novelle legt damit die Grundlage für eine digital taugliche und bürgerfreundliche Rechtsetzung. Ja, da kann man mal klatschen. Ein nächster Aspekt, der insbesondere in der Regierungsanhörung für ganz positives Feedback gesorgt hat, ist die Experimentierklausel. Diese Experimentierklausel ist eine Art digitales Pilotprojekt, das erleichtert Form- und Verfahrensvorgaben möglich macht und damit ebenfalls zukunftsweisend. Neben diesem positiven Feedback für die Experimentierklausel, die Digitalcheck und die FIM-Methodik haben aber auch andere Anregungen und Stellungnahmen der Stakeholder Eingang gefunden in unseren Gesetzentwurf. Und bei der Umsetzung der Hinweise und Anregungen in die entsprechende Regelung im Gesetzentwurf haben wir uns ganz bewusst sehr eng am Wortlaut des OZG orientiert. Warum?
Wir wollen Rechtssicherheit in diesem Bereich, und das erfordert einen Gleichlauf der landesrechtlichen Regelungen mit dem geltenden Bundesrecht. Von Abweichungen müssen wir hier auf Weiteres absehen. So halten es aus gutem Grund auch die anderen Bundesländer. Und deswegen, lieber Herr Stoiber, genau deswegen, weil wir Rechtssicherheit haben wollen, haben Herr Stierböck, auch schön, ne? Herr Stierböck. Können wir Ihre Anregung des Änderungsantrags nicht mit einnehmen, weil wir eben hier Konformität haben wollen. Zwischen dem im Bund und den Ländern laufenden Konsultationen zu einer Neufassung des OZG, dem OZG 2.0, wollen wir, dass das Landesrecht hier nicht vorgegriffen wird. Und deswegen wollen wir dafür werben, hier in die Umsetzung zu gehen. Sie hatten es angesprochen, Herr Kaffenberger, das Thema Kommunen. In vielen Stellungnahmen wurde die Rolle der Kommunen thematisiert. Werden diese durch unser Gesetz ausreichend verpflichtet? Was sind ihre Aufgaben? Werden sie hinreichend unterstützt? Dazu ist zunächst einmal festzuhalten, dass weite Teile des Gesetzes schon jetzt für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der kommunalen Behörden gelten. Dies umfasst zum Beispiel die elektronische Kommunikation, das Angebot von Leistungen über das Verwaltungsportal und die Bereitstellung von Nutzerkonten. Eine rechtliche Grenze für jede Landesgesetzgebung liegt aber in der kommunalen Organisationshoheit. Diese ist verfassungsrechtlich garantiert. Sie wird nicht nur von den kommunalen Spitzenverbänden, sondern auch durch die Landesregierung sehr ernst genommen. Auf kleinteilige Regelungen, die aus kommunaler Perspektive einen unnötigen Eingriff in die Organisation vor Ort bedeuten, wird eben daher ganz bewusst verzichtet. Die Verpflichtung, Einbindung und Unterstützung der Kommunen ist nichtsdestotrotz ein wichtiges Thema des angesprochenen OZG 2.0-Prozesses. Ein weiteres wichtiges Thema ist der Datenschutz. Auch er wurde von den Angehörten verständlicherweise häufig thematisiert. Alle Regelungen in unserem Gesetzentwurf wurden anhand des nationalen und europäischen Datenschutzrahmens gestaltet. Die Anmerkungen des Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit selbstverständlich beachtet und umgesetzt. Im Ergebnis haben wir damit einen Gesetzentwurf, der allen datenschutz- und verfahrensrechtlichen Vorgaben genügt und nun ohne rechtliches Risiko in Kraft treten kann. Zum Schluss möchte ich noch einmal auf den Änderungsantrag der SPD eingehen, der ebenfalls Gegenstand der Anhörung war. Diesem Antrag zu entsprechen, war schon deshalb nicht möglich, weil darin längst Vorhandenes gefordert wird. Abgesehen davon hat der Antrag eine starke Tendenz zur Überregulierung. Braucht der Hessische Landtag, dessen Digitalausschuss alle Fraktionen angehören, wirklich zusätzliche Digitalisierungsberichte? Wollen wir der Landes- und Kommunalverwaltung in Zeiten von Personal- und Ressourcenknappheit eine nicht näher eingeschränkte Evaluation aller Abläufe zumuten? Im Ergebnis stellt sich hier für mich die Frage, welches Bild haben wir selbst von der Arbeit unserer Kommunal- und Landesbehörden? Ich persönlich schätze die engagierte Arbeit unserer öffentlichen Stellen sehr und möchte sie nicht durch neue Berichts- und Rechtfertigungszwänge belasten. Stattdessen möchten wir viel lieber ein praxisnahes Gesetz. Und ich bitte Sie daher abschließend um Zustimmung zu dem vorgelesenen Gesetzentwurf und bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Staatsministerin Prof. Dr. Sinemus. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Dann stimmen wir zunächst über den Änderungsantrag der Freien Demokraten ab. Wer dem Änderungsantrag der Freien Demokraten zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Freien Demokraten. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen und der CDU. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der Linken, der SPD und der AfD und die fraktionslose Abgeordnete Papst-Dippel. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über den Gesetzentwurf in der Fassung der Beschlussempfehlung. Wer dem Gesetzentwurf der Landesregierung zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen, der CDU und der AfD. Wer ist gegen den Gesetzentwurf? Das ist die Fraktion Die Linke, die Fraktion der Freien Demokraten. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion der SPD und die fraktionslose Abgeordnete Papst-Dippel. Damit ist der Gesetzentwurf angenommen und wird zum Gesetz erhoben.